Jo, ein wunderschönes Willkommen zu Clicker Heroes Folge 24. Ja, ich bin quasi am Ende der Ascension. Warum? Was hatte ich getan? Eigentlich nicht allzu viel. Ich habe halt bloß wie üblich halt hier hochgelevelt. Wie kann man den nächsten Boss schon machen? Diesmal sogar mit allen 5 Skills. Das ist nice. Ja, ich hatte nur eine relativ niedrige Combo, weil ich habe halt kaum aktiv mitgespielt, sondern habe halt nur mal ab und zu mal reingeguckt, weil, wie bereits angekündigt, klickt man halt einfach zu viel dieses Mal. Das war gestern echt genug. Von daher habe ich heute eher passiv gespielt. Habe dabei alle hochgelevelt bis Notre Dame, die dann bis Level 30. Um das überhaupt so weit zu schaffen, hatte ich zwischenzeitlich mal eine Combo von 10.000. Das war quasi heute jetzt zwischen den Aufnahmen mein absolutes Maximum. Und habe aber, um noch ein bisschen mehr Gold zu bekommen, ihn hier auf Level 200 gehoben. Weil der gibt den ja ordentlich Goldbonus. Das hat sich echt gelohnt. Vor allem diese Fähigkeit hier mit dem Autotipper. Die war halt echt geil. Da, das Ding hier. Dadurch konnte ich extrem schnell hochleveln. War schon gar nicht so schlecht. Und ja, jetzt haben wir mittlerweile 2E22. Das heißt, wir können auch endlich mal Armenhop hochleveln. Was mache ich denn hier? Wisst ihr was? Ich komme auf 5 Levels. Dann Sperma. Dann gehen wir mal hoch in 125. Hä? Ach, oh Gott. So. Easy. Achso, halt, nein, noch nicht. Denn wir brauchen, man hat es gerade schon gesehen, ich habe auch hier 74 Rubine. Wir brauchen also bloß noch einen Rubin. Und dann können wir endlich die Ascension machen. Auf die warte ich nämlich quasi bloß noch. Aber ja, dazu muss erstmal ein Fisch kommen, der uns den Rubin bringt. Ansonsten, ja, habe ich zwischenzeitlich auch nicht mehr gemacht. Hier haben wir ein paar Quests laufen, die allesamt Schwachsinn sind. Echt traurig. Mal gucken, was wir eigentlich so für Awards haben mittlerweile. Ja, so die klassischen. Ansonsten kam nichts hinzu, oder? Ja, genau, das war der mit den 5 Söldnern. Startklickschaden. Steig in die Welt. Achso, ja gut, okay. Hier ist was Neues. Beende 5 Quests für Rubin. Ja, gut, okay. Wow. Ja, wir haben 5 Quests für Rubine gemacht und allein durch die Quest mittlerweile genau 0 Rubine bekommen. Ich glaube mal in der Bilanz, doch, macht sich schon relativ gut. Was ist das hier? Bitte 100.000 Monster, 10.000 Monster. Finde ein Relikt, erhalte 25 Höllen-Upgrades, ja, was ist das hier? Alte 200, na gut, okay. Alles eher nicht so nice. Ansonsten, ja, damit keiner meckert, kann ich die auch nochmal auf Level 200 ziehen. So, easy. Warten wir jetzt quasi wirklich einfach nur noch auf den nächsten Fisch. Und dann, also den nächsten Fisch, der Rubin mitbringt. Denn ab dann können wir endlich die Ascension machen. Damit haben wir dann das Limit auch aufgebrochen. Das heißt also, wir können dann bis Rubin 100. Und sobald wir dann 100 Rubine haben, können wir uns den Autoklicker holen und dann geht's ab. Weil dann können wir nämlich innerhalb jeder Aufnahme über den Autoklicker aktivieren und kommen dann auf eine halbe Stunde mal 1000, 2000, ja doch 2000 mal 10, ja, auf eine Kombo von 20.000 bis zum Ende. Das sollte doch dann immer gut passen, denke ich mal. Ne? Ansonsten glaube ich mal, bis hinter Level 100 schaffe ich das wahrscheinlich eher nicht mehr. Das heißt also auch in dieser Ascension, wenn wir kaum Heldenseelen bekommen, wenn überhaupt. Wir bekommen glaube ich gar keine Heldenseele. Ah, doch, durch die Upgrades. Das ist eher traurig. Können wir mal gucken, was wir hier so leveln können. Ich glaube mal bis 20 mache ich immer. Da krieg. Boah, Alter, bis Level 600. Oh.
Holy moly. Na, ein bisschen Goldspann hat sich schon gelohnt. Unser Geld hätte sogar gereicht, um hier Yuki zu kaufen für ein Level. Aber gut. Ist ehrlich gesagt besser, dass wir es hier machen, dass wir es jetzt hier verwenden, weil ja, da kriegen wir noch ein bisschen Heldenseelen. Das ist ganz geil. So, immer so lange, bis hinten eine 20 steht oder größer. Kriegen wir in der Century, das ist noch ein paar Heldenseelen. Gut, mehr wird nichts. Mehr geht leider nicht. Wobei hier hinten, doch, hier unten geht wieder. Okay. Ich darf nur aufpassen, eben, ich darf hier 1,20 nicht unterschreiten, sonst können wir nicht mehr senden. Also das ist natürlich... Aber kann man mit dem Fisch kommen hier? Was ist denn hier los? Boah, Alter. Ja, das können wir nicht mehr senden, dann müssen wir erst wieder sparen. Das wäre natürlich nicht ganz so das, was ich mir erhofft hatte. So. Gut, jetzt ist gleich noch mal hier mit den 25 Schritten, auch wieder bis 20. So. Okay. Bam, 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 bam. Geht doch, ist doch ganz easy. Bin ich ja mal gespannt, wie viele Heldenseelen wir dadurch bekommen. Oha, leider muss ich aufpassen. Wie gesagt, 1,20 dürfen wir nicht unterschreiten. Oder sollten wir nicht unterschreiten. Rein taktisch gesehen könnten wir sogar auf... Ja, also 1,20 könnten wir unterschreiten, aber sicher ist sicher. Man sollte es ja nicht übertreiben. So, jetzt haben wir hier ordentlich Helden Level eingekauft. Mal gucken, wie viel bekommen wir dadurch. Ah, oh, siehst du? 3 Heldenseelen. Fuck, ich brauche noch 80. Okay, 80 kriegen wir noch zusammen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also 80, ne, ist ja jetzt nur wirklich hier, Moment mal. Was kostet das jetzt hier? 1,20 oder 1,19? Ach, 2,19, okay. Das heißt also, wir haben noch ein bisschen Puffer. Die Frage ist halt nur... Ah gut, also noch kriegen wir keine 80 zusammen. Schade eigentlich. Gut, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Es kommen gerade sowieso keine Fische, warum auch immer. Mann, Alter, ich hasse sowas. Jetzt ziehen die Fische das auch noch künstlich hinaus. Ich brauche noch eine Rubin. Ist doch ein Witz, Alter. War aber heute auch so. Ich habe bis knapp 11:30 keinen einzigen Rubin bekommen. Also unsere Aufnahme heute früh war ja so 7-8 rum. Nee, 5 gar nicht, ich habe spät aufgenommen. Also so, ja, 8-9 rum. Das heißt also, ich habe in mehr als 2 Stunden... Oh. Ja gut, okay. Ja. Ist beides Schwachsinn. Goldenes Klicken. Chance auf Thema Gold. Sekunden Bosskampf. Goldenes Klicken. Wir brauchen Idle-Bonusse. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Ich habe ja knapp 3 Stunden lang keinen einzigen Rubin bekommen. Und dann habe ich aber, wie gesagt, so kurz vor 12 kam, so wie in der letzten Aufnahme, 4 Fische hintereinander. Also wirklich kurz hintereinander. Und diesmal aber hatte jeder ein Rubin. Und da ging es dann so langsam los, dass ich immer ein paar Rubine bekommen habe. Ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile 74 Rubine. Ja, irgendwie stagniert das jetzt schon wieder.
Können bitte Fische kommen? Ich brauche Rubine. Ach Gott, Hermnächen. Vier, drei, zwei, eins, bumm. Achso, ja, wow. Null ist da auch nochmal eine Zahl. Heißt also, wenn es auf Null steht, brauchen wir trotzdem nochmal eine Sekunde. Ist ja nett. Ja, ein Fisch. Ein Rubin. Okay, wir sind durch. Gut, vielleicht mal kurz gucken. Bob. Vielleicht tut das ja gut, dass wir nochmal. Wie viele Level brauchen wir jetzt noch? 50 Level. Das schaffen wir doch. Eins. Komm schon. Ich werde noch verrückt. Zwei. Ich werde verrückt. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich werde verrückt. Wir brauchen noch 30 Level. Das kriegen wir nie im Leben zusammen. Und ich kann nicht auch nicht viel weiter runter gehen, weil wir brauchen mindestens 2 E19 für das Ding hier. Kann hier nicht noch welche irgendwelche super billigen Level hier? Nee, alles zu viel. Ich bin gerade echt gewillt, einfach zu senden. Das ist alles hier, das würde alles nochmal ewig dauern. Also, gefühlt ewig. Mein Nervenkostüm ist ein bisschen eng. Fuck off. Ja. So, okay. Gut, das heißt, wir beginnen wieder von vorne. Jetzt erstmal vorläufig die letzte Ascension. Und ja. Das heißt, wir schaffen es vielleicht bis heute Abend. Ich hoffe es, aber so wie ich das Spiel kenne, garantiert nicht, sondern eher bis morgen früh. Aber das heißt, spätestens bis morgen früh. Wahrscheinlich bis morgen früh. Wenn wir dann endlich mal, endlich nach jahrelanger Kleinstarbeit, das Ding bekommen. Ist schon geil. So. Hier brauchen wir 8 Helden. Heißt also, die eine Heldenseele hätte uns auch absolut nichts gebracht. Hätten wir genau einen zu wenig gehabt, aber mindestens 2 zu wenig. Ist es nicht ganz so frustrierend. Aber wir können jetzt die 6 Heldenseelen einsetzen. Die Frage ist, wofür? Ach, siehst du, genau. Annehmen. Ha, passt perfekt. Bumm. Jetzt haben wir unsere beiden Eidler auf Level 2 und unseren Aktiven auf Level 3. Das ist doch komplett hirnspinzig. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich sinnvoll wäre alles auf ihn zu setzen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn wir die beiden nicht gekauft hätten, hätte er gerade mal ein Level dazu bekommen. Also, kann man schon machen. Ja, jetzt haben wir hier insgesamt plus 50 Level, plus 50% mehr Gold und plus 50% für den Inaktiv. Das macht vielleicht hier beim Let's Play sogar tatsächlich mehr Sinn, weil wir halt aufgrund, dass es ein Let's Play ist und ich halt nicht 24 Stunden am Tag aufnehme, sondern nur dreimal kurz aufnehme, macht es hier tatsächlich vielleicht mehr Sinn, weil hier mehr geeidelt wird, als ich bei meinem aktiven Spiel. Wo ich übrigens auch schon wieder weit über Level 3000 bin. Ich habe sogar schon wieder den letzten, also ich bin jetzt gerade wieder bei dem Typen hier. Das heißt also, der letzte von den preiswerten Helden. Er kostet auch schon 255. Ich guck mal kurz. Siehst du, das kann ich schon mal klicken. Ne, kann man schon mal. Ich klicke mal hier erstmal ein bisschen, damit wir uns den Helden kaufen können, damit er schon mal weitermachen kann. Bevor ich die ganze Zeit tot quatsche und nichts schaffe in der Zeit. Das wäre auch ein bisschen blöd. Ja, komm hier, dann. Halt weg. Komm, noch 10 Taler. Danke. So. Was ich sagen wollte, genau, ich habe jetzt, nein, kein Offline-Geld verdoppeln. Kaido habe ich derzeit auf Level 217 und er kostet halt im Einkauf, steht hier leider gar nicht, fuck,
Auf jeden Fall kostet er im Einkauf, glaube ich, 235. Quatsch, was rede ich denn da? 1E235. Heißt also eine 1 mit 235 Nullen dran. Und der nächste Boss, der nächste Held, der dann erst danach kommt, ist tatsächlich erst der hier mit E500. Das heißt also, wir haben ungefähr die Helden, ich glaube, das geht bis Furchtlosen Ritter, das sind preiswerte Helden. Da ist von Held zu Held immer nur so E1, E2 Unterschied. Das heißt also, er kostet das Hundertfache von ihm, andersrum. Er kostet das Hundertstel von ihm, er das Hundertstel von ihm, er das Hundertstel von ihm und so weiter, bis entweder ihm oder bis ihm. Ich glaube, bis zum Furchtlosen Ritter. Nee, doch, bis ihm, genau. Und ab dem Furchtlosen Ritter geht es dann los, wesentlich teurer zu werden. Ab dem Furchtlosen Ritter ist nämlich von Held zu Held 1E15 Unterschied. Heißt also, eine 15-stellige Zahl, das sind Millionen, Milliarden, Billionen? Billiarden. 1E15 müsste Billiarden sein, oder? Also mal kurz. 1000, Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Doch, sag ich doch, Billiarden. Genau. Das heißt, wir haben hier mal eine Billiarde, mal eine Billiarde, mal eine Billiarde. Das wird also extrem teuer. Immer, immer weiter. Bis wir, wie gesagt, irgendwann mal zu ihm kommen. Er ist der Letzte, wo das hinhaut. Und ja, da sind wir dann schon bei 1 hoch 235. Glaube. Ja doch, genau, müsste. Und wie gesagt, von ihm zu ihm der Sprung sind dann einfach mal 1 hoch, also 10 hoch 250. Das heißt also, eigentlich so kaum noch zu schaffen. Das war auch genau das, der, den ich hatte, wo ich Level 4800 war. Das heißt also, von Level 3000, wo ich jetzt bin, bis Level 4800 kommt man nicht zu ihm. Wobei ich muss überlegen, ich glaube, ich hatte ihn sogar ein einziges Mal. Wie sehe ich es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich wirklich aktiv mit ihm nie gespielt, sondern aktiv bin ich halt immer nur bis ihn gekommen. Ja. Ist schon heftig. Ach, ich habe doch. Habe ich hier ein Auto für. Ach, leck mich doch. Jetzt bin ich sauer. Habe ich hier doch die ganze Zeit vertrödelt. Das ist traurig. So. Tja, da freue ich mich schon, dass wir jetzt endlich in der letzten Sandchen drin sind. Und dass jetzt tatsächlich endlich mal ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ja. Jetzt geht's wirklich ja, langsam, aber sicher, sage ich jetzt mal, bergauf. Und vor allem das Geile ist, und das ist halt der Vorteil an, es ist bisher tatsächlich der einzige Vorteil an der Browser-Version, also an der PC-Version, denn ich kann das Spiel, auch während ich nicht aufnehme, offen lassen. Das heißt, und jetzt wird's. Digga. Okay. Das heißt, angenommen, und wir machen zwei Aufnahmen: eine um Uhrzeit X und andere 6 Stunden später. Weil ich habe immer so 6 Stunden immer dazwischen. Dann heißt das, wenn ich in diesen 6 Stunden die ganze Zeit den Browser offen lasse, von der einen Aufnahme bis zur nächsten Aufnahme den Browser die ganze Zeit offen lasse, und ja die ganze Zeit der hier mitläuft, dann heißt das, wir hätten 6 Stunden pro Stunde grob 4000 Klicks. Das heißt also, wir hätten 24.000 Sekunden. Ja, eben nicht 4000 Klicks, sondern 4000 Sekunden ungefähr, also 3600 genau, aber wir rechnen mit 4000, macht es einfacher. Das heißt, wir hätten ungefähr 24.000 Sekunden, machen wir 20.000 draus, das heißt, wir hätten 20.000 und pro, also 20.000 Sekunden und pro Sekunde 10 Klicks. Das heißt, zwischen zwei Aufnahmen könnte ich bis zur nächsten Aufnahme eine Kombo von 2 100.000 aufbauen.
Damit zerlegen wir einfach jeden Endgegner. Vor allem, abgesehen davon, dass das halt ein Browser-Game ist und das Game abstürzen könnte oder der Browser sich abstürzen könnte, heißt das, ich könnte, wie gesagt, den Browser beliebig lange auflassen. Wir könnten also quasi einfach immer weiter farmen. Das ist so krank. Allein die Vorstellung ist so krank. Allein zwischen zwei Aufnahmen, 6 Stunden, 200.000er Kombo. Das ist einfach bescheuert. Das ist echt hart bescheuert. Jetzt wisst ihr, jetzt versteht ihr hoffentlich so ungefähr, warum ich das Ding in Kombination, ach man ey, mit dem hier liebe. Ich meine, es war ein langer und steiniger Weg, ja, vor allem wegen diesem scheiß Cap von 25 und noch vor allen Dingen wegen diesen Kacksöldnern, die jetzt einfach absolut nichts geben. Aber jetzt sind wir endlich an einem Punkt, wo man sich tatsächlich freuen kann. Weil es ab jetzt nur noch bergauf geht, quasi. Ja. Das ist geil. Das ist echt geil. Oh, wir sind beim Boss. Halleluja, die schaffe ich nie im Leben. Spaß. Apropos, die schaffe ich nie. Wir können uns doch hier mal ein paar Sachen holen, ne? Mist. Ja komm, stirb halt. Ich brauch Geld. Danke, danke. Yay! Wuhu! Das geht ja ab hier. Tja, da bin ich mal gespannt, wie viele Rubine ich bis zur nächsten Aufnahme bekomme. Auf jeden Fall leveln tue ich. Also jetzt zwischen den Aufnahmen level ich jetzt gar nicht mehr, ne? Also ab jetzt ist Feierabend. Mit Hochleveln hier von irgendwelchen Spielern, ich lasse alles komplett sein. Das einzige, was ich jetzt noch mache, ist, bis wir 100 Rubine haben, immer ab und zu mal reingucken, ob ein Fisch ist und die Rubine einsammeln. Ansonsten mache ich jetzt gar nichts mehr. Erstens habe ich darauf nach der langen, ja, kein Bock mehr darauf. Und zum anderen lohnt es sich auch mittlerweile nicht mehr, weil wie gesagt, sobald wir die goldene Hand haben, werden wir sowieso zugeschissen quasi. Ja. Und ich weiß, wir hätten uns auch die Diamanten. Ich habe auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich mir diese 100 Diamanten nicht einfach kaufe. Weil man kann, wo auch immer, kaufen? Oder geht das nur bei der mobilen Version? Lol, okay, man kann hier gar keine Rubine kaufen. Nice. Okay. Never mind. Zur Not hätten wir sie uns auch cheaten können. Gibt es ja mittlerweile zigtausend. Ich zum Experimentieren zum Beispiel nutze ich immer hier, habe ich glaube auch schon mal gezeigt, ne? CH, genau, der da. Den nutze ich immer für Testsachen. Internet? Danke. Da kannst du hier dein Safe-Game eingeben. Können wir mal ganz kurz machen. Ja komm, hier leck mich. Speichern. Nein. Spielstand in die Switch-Ablage kopiert. Yay. Einfügen. Und das können wir hier praktisch alles verändern, was wir wollen. Und ja, wie gesagt, das Ding nehme ich immer zum Editieren. Zum Experimentieren, weil der hat nämlich auch so eine Decoder-Fähigkeit. Und wenn man das hier eingibt, dann wird praktisch hier gezeigt, was der Speicherstandinhalt in Klartext praktisch ist. Weil das hier ist ja nichts anderes als eine Codierung. Und das ist quasi das, was drin steht. Und da kann man sehr gut experimentieren, was hier wo, ja, was da abgeht. Ja. Und damit hätten wir uns natürlich auch gleich von Anfang an die 100 Diamanten, die 100 Rubine cheaten können. Aber ganz ehrlich, nee. Ich meine, hätte ich es privat gemacht, würde ich das Spiel jetzt privat spielen.
Hätte ich jetzt vielleicht gemacht, weil bei der allerersten Version, die ich gespielt hatte, wo ich bis Level 4800 war, da habe ich das nämlich auch gemacht am Anfang. Da habe ich mir am Anfang praktisch ein paar Rubine gegeben. Aber wenn man sich halt am Anfang Rubine gibt, dann ist das Spiel irgendwann so, ja, wow, ich komme nicht weiter, kann ich mir wieder Rubine geben. Wow, ich komme wieder nicht weiter, kann ich mir wieder Rubine geben. Und das hat halt irgendwann einfach keinen Nutzen mehr. Und das war ja auch einer der Gründe, weswegen ich bei meinem Android das Spiel komplett resettet habe und komplett nochmal von Null begonnen habe. Weil, glaubt mir, es ist am Anfang nicht zu glauben, aber wenn ihr ein Spiel beginnt und ehrlich durchspielt, dann habt ihr am Ende viel mehr so eine Art, ja, man ist halt stolz auf sich selber, quasi. Ne? Von daher ist das ganz cool. Wohl cheaten kann jeder. Gerade bei Clicker Heroes ist halt cheaten ultra einfach, ja. Kannst du, wie gesagt, einfach hier rausnehmen, speichern und kannst dann in dem Editor sagen, ich habe 3 Milliarden Dollar Gold. Nee, ich habe 3 Milliarden Gold. So. Ja, das ist nicht schwer. Aber jetzt haben wir es trotz schwerer Nöte, keine Ahnung, auch so geschafft. Von daher ganz cool. Und ihr habt schon eine Kombo von 500. Yay! Gut, ansonsten mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, ne? Dann könnte ich die Aufnahme an sich eigentlich auch schon beenden. Level 5? Hä, haben wir doch. Achso, wir brauchen 1000. Hä, haben wir doch auch. Wir haben noch Level 50. Ach, boah, Alter, ich krieg noch eine Macke. Jetzt haben wir Level. Oh, hat nicht gereicht. Mann! Ja, okay, dann belasse ich das mal dabei. Wir speichern mal ganz kurz. Und speichern. Ja, komm jetzt. Klappe. So, gut. Dann. Yeah. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's. Wie gesagt, ab jetzt kein Editing mehr. Kein Editing, was laber ich? Hier kein Hochlevel mehr. Heißt also, in der nächsten Aufnahme ist das genauso, wie es jetzt ist. Ich werde halt, wie gesagt, ausschließlich noch Rubine einsammeln. Ansonsten, ja, mehr halt nicht. Genau. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, Ciao mit V und dann sehen wir uns heute Abend wieder.